Ja, hallo. Aus aktuellem Anlass möchte ich ein paar Tipps geben, wie man verfahren könnte, wenn Geschosse im Lauf stecken bleiben. Meist sind das nicht die Besitzer der Waffen, denen das Missgeschick passiert, sondern Freunde, die man halt mal schießen lässt. Und wenn die da nicht aufpassen und nicht darauf achten, dass halt keine Geschosse mehr vorne ankommen, dann kann das Malheur geben. Bei den modernen CO2-Waffen kann das ebenfalls leicht vorkommen, wenn dabei nicht darauf geachtet wird, dass der Druck zur Neige geht. Dann kann ein Geschoss stecken bleiben. Wenn man das rechtzeitig bemerkt, ist alles kein Problem. Man nimmt halt das Magazin heraus und bei vielen Modellen ist gleich ein Plastestab dabei, mit welchem man dann das stecken gebliebene Geschoss einfach zurückschiebt und das kriegt man relativ einfach wieder raus. Man nimmt das Magazin heraus und schiebt dann das Geschoss einfach zurück. Hier besteht ein größeres Problem. Hier hat der Freund vom Schützen nicht gemerkt, dass die Geschosse gar nicht vorne ankommen, dass der Druck zur Neige gegangen ist. Und hier stecken jetzt nicht nur 8 Geschosse im Lauf, sondern man hat fatalerweise versucht, die Geschosse herauszubohren. Und nun ist auch noch ein abgebrochener Bohrer im Lauf. Ich habe den Lauf ausgebaut und ziehe zunächst die Geschosse heraus. Das geht relativ einfach. Dafür habe ich mir solch einen Auszieher, solch ein Geschoss hier gebaut. Das ist relativ leicht gemacht. Das ist im Prinzip ein Stückchen Messingdraht mit einer aufgelöteten Schraube. Und im Prinzip funktioniert das so ähnlich wie ein Korkenzieher. Man piekt das relativ weiche Bleigeschoss an, dreht dann ein bisschen und kann das dann relativ einfach herausziehen. So ziehe ich jetzt ein Geschoss nach dem anderen heraus. Also der Rekord bei einem Luftgewehr der Marke Hähnel liegt bei 32 Geschossen, welche ich daraus pulen musste. Das ist natürlich nicht gut. Also besser wäre, man merkt rechtzeitig, dass irgendwas nicht funktioniert und dann sind die Probleme immer noch relativ überschaubar. Den Bohrer kann ich natürlich so nicht herausziehen. Da muss ich jetzt mit einem Dorn kräftig schieben und treibe so den Rest an Blei mit dem abgebrochenen Bohrer Richtung Laufmündung heraus. Ich versuche das dann mit der Zange zu greifen und herauszuziehen. Das gelingt aber nicht. Also das sitzt schon enorm fest. Geht mit der Zange also nicht und deshalb treibe ich also weiter mit dem Dorn das Blei mit dem Bohrer heraus. Also Geschosse auszubohren ist eine grottenschlechte Idee, das sollte man auf keinen Fall tun. Wenn man ein Problem hat, das man nicht selber beheben kann, ist es klüger, man sucht sich Hilfe und lässt sich das vom Fachmann in Ordnung bringen. In dem Fall habe ich es hinbekommen, der Lauf war auch nicht sichtbar beschädigt, das war also noch alles im reparablen Bereich. Und eben haben Sie gesehen, wie der Geschoss hier aussieht und die herausgezogenen Kugeln. Bei Feuerwaffen ist das Problem ernster, wenn man da nicht bemerkt, dass zum Beispiel bei wiedergeladenen Patronen ein Geschoss im Lauf steckt. Man schießt das nächste hinterher, dann ist im Regelfall immer die Waffe kaputt und dann wäre der Schaden also nochmal deutlich größer. Jo. Ich hoffe, ich konnte Ihnen mit diesem Video Anregungen geben, wie Sie sich im Zweifelsfall selber helfen können. Das Beste ist natürlich, wenn Sie beim Schießen darauf achten, dass also alles normal verläuft, dass die Geschosse auch vorne ankommt, dass solche Probleme gar nicht erst entstehen. Ich möchte kurz auf andere Videos und auf meine Schulung hinweisen und Ihnen entsprechende Angebote unterbreiten. Vielleicht haben Sie ja Interesse, sich mit dem Thema Sportschießen zu beschäftigen. Ich biete seit circa 20 Jahren behördlich anerkannte Schulungen für die sogenannte Waffensachkunde an. Und im Verlauf dieser langen Zeit habe ich viele Bilder und Informationen zusammengetragen und außerdem viele interessante Videos erstellt, welche ich dann beim Lehrgang zeige und die Vorführung das sehr anschaulich gestalte. Fast genauso lange veranstalte ich Schulungen nach dem Sprengstoffgesetz. Die sind staatlich anerkannt, gelten bundesweit. Und sowas ist ebenfalls für Sportschützen interessant, wenn es darum geht,
Munition selber zu laden und wiederzuladen. Und außerdem wird diese Möglichkeit von Jägern gerne genutzt, also die Möglichkeit, sich Patronen selber entsprechend der jagdlichen Erfordernisse anzufertigen. Wenn Sie Gefechtsdarstellung durchführen wollen oder sich für Böllerschießen interessieren, kann ich Ihnen ebenfalls gerne weiterhelfen. Und wenn Sie mit Vorderladern scharf schießen möchten, dann habe ich dafür ebenfalls Schulung in meinem Angebot. Für diese Tätigkeiten, also Wiederladen von Patronen, Böllerschießen und Schießen mit Vorderladerwaffen, brauchen Sie eine Erlaubnis nach dem Sprengstoffgesetz und dafür wiederum entsprechend staatlich anerkannte Schulung mit Zertifikat. Und außerdem müssen Sie dann noch ein paar andere Voraussetzungen erfüllen. Zu diesen Themen, also zu diesen verschiedenen Lehrgängen, habe ich noch umfangreichere Präsentationsvideos in Arbeit, die ich Ihnen in naher Zukunft gerne vorstellen möchte. Also wenn Sie Interesse haben, könnten Sie gerne meine Videos abonnieren und sind dann immer auf dem aktuellen Stand und erhalten dann die neuesten Informationen und Videos. Jo, das hier ist die Erlaubnis nach dem Sprengstoffgesetz, die man halt zum Vorderladerschießen oder zum Böllern oder zum Laden und Wiederladen von Patronen braucht. Und wie gesagt, die Schulung dafür biete ich gerne an. Sie finden auf meinen Webseiten weitere Informationen. Dort kann man sich auch online anmelden, wenn man das möchte. Oder Sie können halt einfach mal schauen, was Sie da erwarten würde. Dies hier ist die Waffensitzkarte für Sportschützen. Es gibt noch dann die grüne Waffensitzkarte. Das sind halt die Dinge, die der Sportschütze begehrt. Und dann gibt es auch noch Waffensitzkarten für Waffensammler und Sachverständige, wofür man ebenfalls eine Waffensachkundeprüfung ablegen muss. Jo, ich hoffe, ich konnte Ihnen ein paar Anregungen geben und freue mich, wenn Sie meine Webseite für weitere Informationen nutzen.